Die Schilddrüse ist eine wichtige Drüse in unserem Körper, die eine Vielzahl von Funktionen reguliert, einschließlich unseres Stoffwechsels, unserer Energieproduktion und unserer Hormonproduktion. Sie ist allerdings auch ein sehr sensibles Organ, weshalb Schilddrüsenerkrankungen keine Seltenheit sind. Im heutigen Interviewausschnitt erklärt die Heilpraktikerin und Gesundheitscoach Jen Fuchs, warum eine ganzheitliche Betrachtung und die Ernährung bei Schilddrüsenerkrankungen so eine wichtige Rolle spielen. Vergiss nicht, auf unserem Kanal bekommst du mehrmals pro Woche neue, spannende Videos zu verschiedenen Medizin- und Gesundheitsthemen zu sehen. Wenn du also nichts verpassen möchtest, dann lass uns gerne hier ein Abo da. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interviewausschnitt. Dann hast du jetzt, denke ich, schon einen Punkt angebracht. Was sind für dich die wichtigen Grundpfeiler in der Behandlung von Hashimoto? Genau. Also die Ernährung, hatte ich ja jetzt eben gesagt, die Entgiftung sowieso auch. Also wirklich, aber möglichst mit Unterstützung. Weil bei Entgiftung kann es immer so sein, dass man in Entgiftungskriegen kommt oder dass es einem nicht so gut geht, dass man nochmal einen Schub bekommt, dass sich alte Symptome zeigen. Das macht einen dann Angst. Ne? Also selbst ich, wo ich da schon mich gut auskennen habe, dann teilweise gedacht, was ist das jetzt? Aber ich hatte halt niemanden, den ich fragen kann, der mich begleiten kann. Aber deswegen... Es gibt ja viele, die das machen, ich ja auch, aber auch andere, die einen auf diesem Weg begleiten. Also, dass man wirklich weiß, man hat da einen Coach im Hintergrund, der einen durch diese Entgiftung begleitet. Und was ich halt auch so wichtig finde, ich arbeite ja auch ganzheitlich, das ist dieser, der seelische Bereich, der energetische Bereich, weil wir vergessen halt oft so, ja, wir denken immer, wir haben nur unseren physischen Körper und der ist halt krank und den müssen wir jetzt heile machen und gesund machen und dann ist alles gut. Aber das Ding ist, wir haben ja auch einen energetischen Körper, also unsere Aura und mit Chakren, das sind so Energiezentren, die wir in unserem Körper haben und über unser ganzes Leben. Und je nachdem, ob man daran glaubt oder nicht, ich glaube jetzt daran auch an frühere Leben, sind halt dementsprechend Erfahrungen oder auch Sachen, was man erlebt hat, werden darin abgespeichert. Oft auch so Sachen, die man verdrängt hat, negative Emotionen, Verletzungen und so weiter. Und das hat auch alles eine Auswirkung auf unsere Gesundheit und kann auch je nachdem, welches Chakra dann zum Beispiel blockiert ist. Hier ist halt das Halschakra. Das hat zum Beispiel jetzt auch mit der Kommunikation zu tun, mit der eigenen Wahrheit auszusprechen. Also, ne, wie lebe ich? Bin ich wirklich ich? Bin ich authentisch? Bin ich echt? Zeige ich mich so, wie ich bin? Das war bei mir nämlich auch ein Riesenthema, weil man ja oft so Sachen hat, so, wie kann ich jetzt nicht sagen, was sagen die Leute, wenn ich Rohkost esse, wenn ich vegan esse, wenn ich sage, dass ich spirituell bin. Das war für mich echt nur mit einer der letzten Punkte, aber auch ein sehr, sehr wichtiger. Also deswegen kann man da gucken, also dieses Ganzheitliche ist bei mir wirklich Körper, Seele, Geist. Und das Ding ist natürlich, dass man meist an einem Punkt ansetzt. Also ich kenne wirklich welche, die fangen beim Energetischen an und sind dann darüber zur Ernährung gekommen, weil die dann gemerkt haben, oh, das hat mir total gut getan. Aber ich merke, was stopfe ich eigentlich für Zeug in mich rein? Das tut mir ja auch nicht gut. Und bei mir war es halt umgekehrt, weil ich halt körperlich auch gar keine Kraft und so mehr hatte. Und ich brauchte erst diese Vitamine, Nährstoffe, auch Nahrungsergänzungsmittel und Entgiftung, damit es mir überhaupt körperlich erstmal besser geht, dass ich bereit bin, mir noch andere Themen sozusagen anzugucken halt. Erklär mal nochmal genauer energetisch, was ist das? Weil ich glaube, da können die meisten noch nicht so viel mit anfangen. Ja, also ich kann das wahrscheinlich mal am besten in einem Beispiel zum Beispiel, wenn ich mit jemandem energetisch arbeite. Also das heißt, das kann man auch online machen, weil also man sagt immer, dass alles Energie ist und dass alle Menschen und alles sowieso miteinander verbunden ist, sozusagen in der Welt. Und ich habe es halt so, ich glaube, dass jeder medial und energetisch veranlagt ist, aber es ist ungefähr so wie mit den Sportlern. Der eine muss für einen Marathon trainieren und braucht da ewig lange, bis er da hinkommt. Und der eine, der sagt, ey, warum? Ich laufe hier einen Marathon, hier nichts weg. Und so ist es bei mir zum Beispiel, dass ich schon von der Kindheit an gemerkt habe, dass ich Eingebungen bekomme, dass ich so Visionen habe und sowas und dass ich auch sehr schnell gespürt habe, wenn bei Menschen irgendwas nicht in Ordnung ist oder sowas zum Beispiel. Und in den Sitzungen verbinde ich mich halt mit dem Energiefeld dieses Menschen und kann da auf jedes beliebige Thema, weil man auch sagt, so in der geistigen Welt, im Universum gibt es alle Antworten,
kann ich da halt darum fragen, was der Patient oder was der jetzt wissen muss oder was man da machen kann. Zum Beispiel eben, wenn es jetzt darum geht, um das Hashimoto, dann kann ich zum Beispiel energetisch mir vorstellen, ich halte jetzt die Hand auf seinen Halschakra und nehme dann wahr, was bekomme ich. Es kann sein, dass ich Bilder bekomme, dass ich zum Beispiel auch manchmal bestimmte Nahrungsmittel bekomme, also als Eingebung. Das finde ich sowieso spannend, weil als Heilpraktikerin habe ich natürlich auch ein Wissen, was Heilkräuter und alles angeht. Mhm. Und ich habe einmal eine Sitzung mit einer Frau gemacht, die hatte jetzt Zyklusstörungen, also die hatte jetzt kein Hashimoto. Und da habe ich 4 verschiedene Kräuter bekommen. Und da habe ich nur gedacht, okay, eins davon hätte ich auch so rausgesucht, die anderen 3 nicht. Und da war ich erst ein bisschen skeptisch, obwohl ich sie eigentlich nicht sein muss. Ich habe nochmal nachgegoogelt, nachrecherchiert und tatsächlich waren die auch. Und das hat bei ihr auch wirklich geholfen. Und das zeigt so mal wieder, dass man denkt immer, wir müssen alles mit dem Verstand erfassen. Aber eigentlich müssen wir nur in die Wahrnehmung gehen, weil alle Antworten da sind. Und das kann man auch wirklich trainieren halt. Und gut, bei mir war es halt schon sehr vorhanden. Deswegen bin ich da auch schnell wieder reingekommen. Aber ich finde es halt so toll, dass ich erstelle natürlich Therapiekonzepte mit meinem Wissen, was ich schon gelernt habe, was ich für Erfahrungen bei mir selbst gemacht habe. Ich gucke natürlich, was für eine Geschichte hat der Patient und so weiter. Aber wenn wir dann in dem Coaching sind und dann sagen, okay, jetzt machen wir mal eine medial-energetische Sitzung, weil dies und die Symptome ist zum Beispiel noch da oder weil sich zum Beispiel plötzlich zeigt, ja, aber ich bin ja noch nicht in meiner Selbstliebe drin oder ich habe hier noch ein Partnerschaftsthema, da würde ich ja auch gerne mal drauf gucken. Und indem man das dann macht, dann, das ist wie so ein Zwiebelschalen-Look. Es löst sich dann immer mehr. Und das ist auch nochmal, also selbst, dass ich mit dieser Arbeit angefangen habe, war für meine Gesundheit nochmal ein extremer Schub. Wahrscheinlich, weil ich da wirklich mein Ich dann auch so gezeigt habe. Also es klingt so ein bisschen konfus alles und für welche, die das noch nicht gehört haben, die denken dann auch, oh mein Gott, was ist das? Aber ich würde immer sagen, es ist wirklich einfach ein Versuch wert. Ich hatte neulich eine Patientin, die hatte sich akut an mich gewendet, zum Glück, weil manchmal ist es gut, wenn Sachen sich nicht schon total manifestiert haben. Die hatte wie so einen ganz tollen Hexenschuss und konnte das Bett auch nicht verlassen. Und wir haben innerhalb von ein paar Tagen 2 medial-energetische Sitzungen gemacht und da hat sich total viel gezeigt. Einmal so eine karmische, ganz alte Verletzung aus dem früheren Leben, die ihr von einem früheren Partner sozusagen beigebracht wurde. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Man kann das energetisch wirklich dann auch lösen aus dem Energiekörper. Und was man dann energetisch löst und auflöst, ist dann halt auch verschwunden. Mhm. Und das war in der zweiten Sitzung. Und in der ersten Sitzung hat er sich nämlich im Partnerschaftsthema mit ihrem aktuellen Partner gezeigt. Und da sieht man, dass das ganze Hexenschutz-Rückenproblematik, das hing gar nicht wirklich mit dem Rücken oder mit ihren Wirbeln oder so zusammen, sondern es war dieses Partnerschaftsthema. Und in diesen 2 Sitzungen haben wir das halt komplett aufgelöst. Und nach der ersten Sitzung ging es ihr schon besser. Da konnte sie ja schon langsam wieder aufstehen und laufen. Und dann hatten wir ein paar Tage später die 2. Dann war es schon fast so gut wie weg. Und dann haben wir noch eine 3. gemacht und dann war es komplett weg. Und das war auch die leichteste. Dann habe ich ganz viel Leichtigkeit schon in der Sitzung wahrgenommen. Vorher war ganz viel Schwere und diesen Schmerz habe ich dann. Also ich spüre dann auch, sage ich mal, die Emotionen und die Schwere und die Schmerzen teilweise halt auch. Wirklich, wie derjenige das auch empfunden hat oder auch verdrängt hat. Also sozusagen, es wird in das Bewusstsein wieder geholt, damit, weil man sagt, wenn was ins Bewusstsein kommt, kann es heilen. Der eine Patient hat neulich mal zu mir gesagt, so von wegen, ja, aber das kann nicht sein. Das Thema, das hängt nicht mit dem und dem zusammen, das hängt mit meiner Mutter zusammen. Dann sage ich, ja, das ist mir bewusst, sage ich, das ist so. Aber das andere, und ich war mir sicher, dass ich das nicht falsch gesehen habe. Und im Nachhinein ist dann bei ihm selbst auch noch so viel hochgekommen, wo er sagt, ja, das stimmt, aber das hätte er jetzt nicht gedacht. Weil für ihn war nur in Anführungszeichen die Mutter die Schuldige und nicht dieses andere, das kam ihm wie eine Lappalie vor. Aber es muss ja auch nicht immer das Riesendrama sein, was irgendwas beiträgt. Und das Schöne ist halt, dass du durch diese Arbeit wirklich auf alles gucken kannst. Also sei es, du hast ein Selbstwertthema, eben Partnerschaftsthema, eine Unsicherheit oder eben auch das Körperliche, wenn du irgendeinen akuten Hexenschuss hast oder immer wieder Unterleibsschmerzen oder. Also es ist
sehr, sehr spannend. Man kann nur halt nie im Vorhinein sagen, was ich genau sehe, weil das bekomme ich dann halt wirklich direkt in der Sitzung. Mhm. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Coaching-Paket bei mir gebucht hat, was über ein paar Monate geht, dann ist es halt so, wir fangen dann oftmals mit Entgiftung, Ernährung an und dann hat man ja auch so, dass es denen auch dann schnell besser geht. Und dann ist es eine super Möglichkeit, damit halt zu gucken. Ne? Mhm. Mhm. Hast du einen Tipp, wie man vielleicht selber da anfangen kann? Das kann ja man ja sicherlich nur bis zu einem gewissen Punkt und dann braucht man tatsächlich Unterstützung. Aber gibt es irgendwas, was man selber tun kann? Also ich bin damals auch wieder, sagen wir mal, auf das Thema gestoßen, als es mir auch ganz so schlecht ging. Das war sogar noch, bevor ich meine Ernährung umgestellt habe, habe ich so ein Buch entdeckt. Und das heißt Emotionalkörpertherapie. Das soll es eigentlich auch noch geben. Ich glaube, es gibt sogar eine neuere Version jetzt von diesem Buch. Und da ist es auch beschrieben halt, wie man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Also da geht man dann auch wie in so eine Art Meditation, wie in so eine Art Entspannung und ruft sich dann das Symptom, in dem Fall jetzt zum Beispiel den Schmerz oder das Hashimoto, ruft man sich, begrüßt man quasi in dieser Meditation. Mhm. Weil viele haben ja auch schon es wird ja alles abgelehnt. Ne? Was ja nicht schön ist, wird ja meist abgelehnt. Das kenne ich ja von mir von früher auch. Und in dieser Emotionalkörpertherapie ist es halt so, dass man das dann halt begrüßt, dass man dieses Symptom, dass man sich da auch bedankt, dass es sich halt zeigt. Und auch wirklich dann einfach immer in dieser Meditation, in dieser Entspannung wahrnimmt, was zeigt sich, kommen irgendwelche Bilder, zeigt sich ein anderes Gefühl noch, weil oft, wenn man zum Beispiel auf eine Angst guckt, kann es sein, dass unter der Angst eine Wut steckt zum Beispiel, kann sich dann auch zeigen. Also alles wird dann irgendwie angenommen. Und der dritte Schritt wäre dann halt zu sagen, ich nehme dich in Liebe an. Und das ist natürlich der größte Schritt, weil viele das ja nicht wollen. Die wollen ja ihre Kopfschmerzen oder Übelkeit oder so immer nicht in Liebe annehmen, sonst soll der verschwinden. Aber das ist auch eben dieser Ansatz in der energetischen Arbeit, dieses Annehmen, Angucken und aufhören, alles bekämpfen zu wollen. So. Das war's mit unserem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Dann schau doch gerne auf unserem Kanal vorbei. Dort erwarten dich weitere spannende und informative Videos. Wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal doch am besten jetzt gleich. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar und teile deine Meinung und Erfahrung zu dem heutigen Thema mit anderen aus unserer Community. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.